Ich möchte euch heute mal zeigen, wie ich meinen Wasserwechsel mache. Ich zeige euch das am großen 200 Liter Aquarium und zeige, was ich da so vorzubereiten habe, was dann nachher in der Aufnahme von Bereichen machen, wo ich entsprechend noch Algen wegmachen muss. Ja, ich habe jetzt noch nichts Technisches gezeigt, wie man ein Aquarium sauber hält. Und wie man für die Zukunft, hoffe ich auch, entsprechend zum Beispiel Blaualgen, sprich Cyanobakterien im Becken verhindern kann. Ich möchte jetzt einfach ein bisschen drauf eingehen. Ich selber wechsle so um die 25% Wasser, das heißt eigentlich so um die 50 Liter. Und ja, gut, ich werde einige Dinge präparieren müssen, weil dummerweise ist einer unserer Wasseranschlüsse im Waschkeller kaputt, der läuft nicht mehr. Der ist zugeroschelt oder zugekalt. Den müsste ich jetzt erstmal richten und deswegen muss ich jetzt eine Waschmaschine abstecken, damit ich alles vorbereitet kriege. So, ich melde mich dann gleich wieder, wenn ich alles parat habe. So, da ich keine Energie verschwenden will oder Wasser, habe ich mir hier gleich ein paar Gießkannen hingestellt, die ich dann zum Gießen der Zimmerpflanzen verwenden kann. Ich guck mal, ob das so passt. Gut, ich denke ja. So, also ich mache Folgendes. Ich gehe mal von oben nach unten, damit ich praktisch hier absaugen kann. Ein Stück weiter runter. So. 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 Weiß, das ist jetzt ein bisschen doof. Machen wir nochmal auf. Ist ja nur wichtig zu wissen, das habe ich auch erst gelernt. Das zeige ich aber nachher. So. Wir haben hier hinten überall Schmodder drauf und der muss natürlich weg. Alles das, was irgendwie oberflächlich sich dick abgelagert hat, muss weg, damit sich das Becken besser erholen kann. So, wir haben hier, was haben wir hier oben zum Beispiel, sowas zum Beispiel, alles das, was Bakterien sind oder sein könnten, muss weg. Demonstriere das mal kurz. Gehen wir mal da runter. So, vielleicht geht das ja so. Man sieht, wie es hier anfängt, wieder hellbraun zu werden. Also praktisch Holzfarbe. Sowas zum Beispiel. Und das ist was, das habe ich bisher oder früher dummerweise aus Unwissenheit vernachlässigt. So. 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 So, ich muss mal aufpassen, dass ich hier keine Garnelen vernichten würde
oder einsaugen würde, weil ich habe mir auch wieder frische ins Becken geholt. Und deswegen muss ich da gut Acht geben, dass mir da nichts passiert mit meinen Tierchen. Wenn ich die erste Gießkanne voll habe, wechsle ich praktisch die Kameraposition. Und schalte da aufs Stativ um. Habe ich diesen ganzen Schiss nicht. So. So, die erste ist gleich voll. So, man sieht hier, ich entdrecke das gerade ein bisschen.
selber. Ich fülle jetzt mal rum. Man sieht hier die Kryptokorien, die noch unbearbeitet sind. Und man sieht die, die bearbeitet wurden. So, hier hinten ist ein bisschen Dreck weg. Ja, wie gesagt, ich stelle euch jetzt aufs Stativ. Dann mache ich einfach eine Weile weiter. Manchmal sieht man diesen Algenbefall auch gar nicht, weil der sehr, sehr fein ist am Anfang. Und wenn man den zu sehen kriegt, ist es meistens schon zu spät. Und man wird sehr hart kämpfen müssen, um die wieder loszukriegen. Das ist übrigens auch der Grund, warum bei mir der ganze Boden so aussieht, weil ich viel zu spät reagiert habe beim letzten Mal. Das konnte ich aber nicht wissen, deswegen versuche ich das jetzt besser zu machen. Hier die neue Anubias, da hinten der neue Echinodorus. Ach, und ich habe neue Kollegen. Na, wo sind sie denn? Ist jetzt angesaugt. Da ist ein neuer Corydoras. Die anderen sind irgendwo da hinten. Da hockt einer. Und natürlich habe ich wieder ein paar Amano-Garnelen drin. Der wühlt da hinten ganz schön Dreck auf. So. Die sind halt noch sehr klein jetzt. Die Amano-Garnelen sind sonst irgendwo. Vielleicht finde ich irgendwo eine. Naja, ist ja auch Booms da unten. Mein Fokus ist ein bisschen besser wie beim letzten Mal. Nicht über diese Ecke wundern, das macht gar nichts. So. Gut. Ich mach dann mal weiter. So. So. Um weiterzumachen, nachdem ich jetzt meine zwei Gießkannen voll habe, brauche ich natürlich einen Eimer. Den habe ich immer unterm Aquarium stehen, damit das immer griffbereit ist. So. So. Wir haben hier, wenn ich jetzt, das mache ich beim Mulmsaugen dann nachher, immer kurz halten. So. Mache ich die Pflanzen sauber. Ich kann hier auch die Blutfußwinkel steuern, damit es praktisch meine Blätter nicht so einsaugt. So. Damit die gar nicht so befallen werden. Das sind meine und alte Terra Rheinische, die ich hier sitzen habe. Und damit die hier nicht untergehen, werden die regelmäßig von dem Zeug befreit. So, damit sie einfach besser wachsen. So. In der Hoffnung, dass das auch was bringt. Ich muss mich aufpassen, dass kein Tisch dazwischen kommt, damit ich den nicht versehentlich einsauge. Ich habe nämlich schon mal den Spaß gehabt, tatsächlich einen Kardinalfisch, der hing da ein paar Wochen lang in meiner Gießkanne drin und hat sich da kaputt geschwommen, weil ich den nicht gesehen habe, wie ich den entdeckt habe. Ja. Also gewechselt wird bei mir bei einem 200 Liter Becken immer so um die 50 Liter. So. Alles das, was so grob ist, kommt weg.
Der Rest kommt dann irgendwann an den Mund sauber. Ich muss halt permanent wieder absaugen. Jetzt werde ich von den Darios beknabbert. Ich wusste nicht, dass die so gut knabbern können. Ja. Natürlich soll ich keine Pflanzen rausziehen. Das ist mir vollkommen produktiv. Ja. So, jetzt haben wir den wieder am Boden rund. Zack, das ist mir auch wieder gut. So. So. Und dann machen wir Stück für Stück die Pflanzen sauber. Damit sich da gar nicht erst wieder was absetzen kann. Ich muss natürlich aufpassen, dass es keine Löcher in meine Blätter haut. So wie gerade bei dem Echinodermus. So.
leider musste ich von den 50 Litern heute 30 Liter wegschütten, weil ich dummerweise eine vollbelegte Gießkanne habe. Also man sollte ein Aquarium auch nicht zu sauber haben, das ist auch wieder schlecht. Man muss irgendwie die Balance finden zwischen dem nicht vorhanden, oder zwischen dem Vorhandensein von Blaualgen und vielleicht Braunalgen oder dem, was einfach normal ist, was man in der Paare oder irgendwie auch drin haben möchte. Und ich gucke, dass die Einsetzungsgegenstände für den Aquarium nicht veraltet sind, weil die halt entsprechend die größte Oberfläche liefern. Und demzufolge einfach auch dann praktisch das Wachstum von entsprechend unerwünschten Organismen im Aquarium letztendlich fordern oder sogar beschleunigen. So, noch diese Kurve, diese Kupferkurven immer als einen Schlag rüber, so gut wie ich das halt kann. So, die hier sind jetzt so sauber, aber es ist auch manchmal sockenabhängig, wie die alles sind. So, ich darf sie nicht zu sehr quetschen, sonst gehen sie alle irgendwann kaputt. Ja, dann machen wir sie mal sauber. Ich kann das überhaupt nicht wirklich nicht. Und was man halt tut mit dem Wasserwechsel, man sorgt halt dafür, dass Futterreste sich nicht großartig im Becken ablagern können, was ja letztendlich dann auch Algenblüten zur Folge haben kann. Und ich reinige deshalb auch die Pflanzen, so wie ich das halt kann, in der Hoffnung, dass ich dadurch letztendlich den Algenkäfig, der hier früher mal drin war, nicht noch einmal auftauchen sehen muss. Und ja, jetzt zum Beispiel die Rückwand hier hinten, die ist brutal zu gealt. Anfang dachte ich, das wäre ganz cool so, also praktisch Absicht. Aber mit der Zeit habe ich festgestellt, dass das halt doch nicht so das Gelbe vom Ei ist. So. Deswegen reinige ich das jetzt zwar immer noch jede Woche, aber halt auf eine andere Art und Weise. Sodass letztendlich der grobe Dreck aus dem Aquarium letztendlich draußen ist und sich hoffentlich auch so schnell nicht wieder neu bilden kann. Was hier unten ist, das Zeug, was da so rum liegt, weg. Alles das, was so ein bisschen gröbere Pocken sind. Ja. Ja. Ja, und ich muss echt aufpassen mit den Gläubern. Mit dem blöden Kies. Ja, genau deswegen, dass ich auch gesehen. Und jetzt geht nicht daneben tropfen. So, hier hinten habe ich noch eine Menge blaue Algen.
musst du da hinten jetzt auch mal weg, damit die Luft endlich auch ihre umgeben. Das Becken wird mit Albumin behandelt, wie ich es ja auch schon geschrieben habe. Und ist im Moment nicht beheizt. So. Einfach aus dem Grund, weil mir mein Heizstab mehr oder weniger aus Eigenverschulden verletzt ist. So, die Amano-Garnele, die weiß schon, dass er umsaugt wird. Die hat gleich richtig reagiert, die ist zur Seite gesprungen. So. Die fressen halt den Belag auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann ist für die auch Ruhe, weil was sollen die da fressen? Kriegen sie doch eh alles nicht gebacken. So. So. Hallo. So. Auch hier auf der Anubias habe ich den Speichel schon Algen. Und ich habe mir eine Posthornschnecke eingeschleppt. Das ist witzig. Ich wollte unbedingt eine Posthornschnecke haben. Und habe tatsächlich eine über eine Pflanze gekriegt, die ich gekauft habe. So. Die rennt da jetzt im Becken, dann zumindest war sie da gestern noch da. Da ich sie nicht einsaugen kann, weil sie einfach schon viel zu groß ist, zieht sie jetzt wahrscheinlich immer noch irgendwo rum. So. Ich lasse den ganzen Prozess einmal durchlaufen. Mit dem Wasserwechsel. So, und zeigt dann, wie ich jetzt endlich den Wasserwechsel komplett einmal durchmache. So, das ist jetzt die Nummer 3. Ich meine, es gibt mit Sicherheit bessere Möglichkeiten, als das Ganze hier mit einem Eimer zu machen. Aber ich habe im Moment nur die. Und die Installation von was anderem ist bisweilen noch nicht in Angriff genommen worden. So. Und ich kann jetzt wirklich nur noch so ein bisschen absaugen, dass halt wirklich das Wasser entsprechend gewechselt wurde. Was anderes vielleicht bin jetzt eigentlich keiner übrig für die nächsten 10 Liter. So, dass einfach das Aquarium wieder halbwegs sauber ist. Das, was drin bleiben soll, wird auch drin bleiben. Da ist ein Mini-Fisch. Was auch immer der da tut. Na, Fisch. So. So, guck ich mal ein. Sorry, Fisch, aber das muss jetzt kurz sein. Das muss ich checken. Wo ist er denn hin? Oh, der verendet schon, das ist nicht gut. Ja, jetzt ist er weg. Shit. Ein Jungfisch. Oh, Leute. Shit. Wie kommst du jetzt da rein? Unerwartete Dinge passieren. Wie habe ich denn das jetzt hingekriegt? Ja, der ist hier rüber. Der ist nicht mehr zu retten, ey. Wie sieht das mit dem mal aus? Ja, da ist Schwimm geplatzt. Schwimmblase. Shit. Toll. Ah, nö, Alter. Ja, wie geht denn sowas? Ja.
So. Also da hinten in der Ecke nochmal. Ja. Was liegt denn da jetzt rum? So, ja. Ja, genau, hau du ab. Will ich nicht mit einsaugen, dafür ist nicht da. Plastik im Becken. Ja, leider. Alles nicht so toll, wie es aussieht. Naja, stelle ich tatsächlich noch ein bisschen ungeholfen an, was das betrifft. Aber rein technisch ist das Becken jetzt zumindest mal ein ganzes Stück sauber. Zumindest was die Pflanzen betrifft. So. Ja. So, ja, genau. Ich brauche keine Krise. Bitte. Ja, ich bin krank. So, jetzt sieht es ja so viel aus. Ich habe jede Menge Schnecken drin. CO2-Anlage, keine großen Pflanzenteile. Ich glaube, das reicht so. So. Der hier kommt weg. Jetzt haben wir natürlich jede Menge Kies drin. Der muss natürlich da irgendwie drin bleiben, damit wir den wieder reinholen können. So.
So. Jetzt ist der einmal fertig und ich schalte auf Pause. Sieht man, so viel habe ich weggenommen. So, ich lasse jetzt das Aquarium wieder voll laufen. Langsam natürlich. Ich habe da dazu, hier habe ich Glasscheiben oben drin. Sieht man da, ich habe das deswegen da eingehängt. So, und ich lasse das jetzt so langsam wie möglich da reinlaufen, damit das Becken nicht unnötig abkühlt. Ja. Hier sieht man noch mal, hier sieht man noch mal meine trockengelegte Puffradschale. Einfach nur ein Stück Ferrero. Also von der Ferrero Box. Letzten Endes die nach der Deckel. So, jetzt lassen wir das mal voll laufen. Ich lasse es deswegen an der Wand entlang laufen, weil so kann ich sicher gehen, dass letztendlich der Bodengrund nicht aufgewirbelt wird. Und durch das Einhängen von dem Teil kann ich schlicht und ergreifend auch verhindern, dass der Schlauch mir wegrutscht. Das ist im Endeffekt nur drüber gestülpt und da drüben so wie Art eingeklipst. So. So, während das hier sich langsam füllt, gehen wir über zum nächsten Becken. So, bei dem Becken gibt es einen ganz einfachen Trick. Hier sind Garnelen drin, 5-6 Stück, vielleicht sind es inzwischen auch schon ein paar mehr. Und dadurch will ich ja nicht unbedingt in dem Becken rummachen. So, das heißt, ich habe mir da ganz einfach was überlegt, weil wir haben ja diesen wunderbaren Hamburger Mattenfilter. Und genau da dahinter hänge ich jetzt meinen Schlauch ein. So. Schon altes Becken von Eheim. Gab es mal auch von einer Frau, die ihren Goldfisch da mal drin gehalten hat. So, ich hänge das Teil ganz einfach hinten ein. Hinter dem Mattenfilter. Das fließt dann ein bisschen langsamer, aber das ist in dem Fall egal. Ich habe hier meinen Deckel zu. Hier brauche ich auch maximal nur 10 Liter ausnehmen, das reicht. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn es nur 10 Liter sind. Und das läuft jetzt einfach mal. Hier muss ich nichts abstellen, außer der Heizung. Wobei der eh nicht an ist. Der ist nur zur Notheizung da. So. Thank you.
kann man noch ein bisschen das Zeug wegmachen. So, gehen wir mal mit der Hand durch und nehmen den ganzen Scheißdreck mal mit. Dann packe ich das irgendwo hin. Lassen wir den einmal gut volllaufen. Und dann haben die ihren Wasserwechsel auch hinter sich. Das Gute ist, der HMF kann nicht trocken laufen, weil er letztendlich so keinen Antrieb. Und der ist ja luftbasiert. Und dadurch tröpfelt er immer noch. Jetzt muss ich aber den Filter wieder richten, habe ich gerade festgestellt, er ist da ein bisschen aus der Form. So. Jetzt machen wir mal den Reimer wieder weg. Ich lasse hier immer so wenig Wasser ein, weil ich dann letztendlich mich kümmern kann um die Becken. So, dann stelle ich natürlich wieder zu. Keine Ahnung, warum das gerade so offen ist. Die Schweiß ist nicht. Das ist nämlich gar nicht so gut. Da können nämlich tatsächlich die Garnelen rein, mit reinlegen. Das verstehe ich nicht. Das ist doch scheiße. Brauche ich meine neue Filtermatte, stelle ich gerade fest. Ich nehme so fit. Naja. Scheiße. Naja, die halten auch nicht ewig. Aber der hier ist jetzt schon seit 2 Jahren ohne Reinigung im Betrieb. Daher passt es schon. Seit 2 Jahren stimmt gar nicht. Seit 2,5, 2, 3 Vierteljahren ist das Becken hier jetzt so in Betrieb. So. Und ich weiß nicht, warum der diesen dummen Scheiß. Ich scheiße den Ort sowieso nicht. Ich stehe hier jetzt in den 2 Anlagen. Und ich muss das auseinander montieren. So. Die 2 Anlage war mal in Betrieb, das ist aber jetzt eine Weile her. So, ich wechsle mal zum anderen Becken. So, ist alles noch ein bisschen umständlich und langwierig, aber mir bleibt nichts anderes übrig. So, ich muss das so machen. Wir sehen, hier oben ist schon gut voll. Beziehungsweise da kommt jetzt ein bisschen weniger Wasser. Ich mach mal raus. So. Ja, da kommt fast gar nichts mehr. Also gehen wir mal hin und machen mal ein bisschen stärker. So.
Das sieht man gleich den Unterschied. Zack, so ist gut. So soll es sein. So, so was habe ich jetzt noch sagen wollen? Wechsel im Becken war noch irgendwas. Ja, wie gesagt, Wasserwechsel einmal die Woche. 25%, jetzt in dem Fall knapp 50 Liter. So. Dann. Ach Gottchen. Der gute alte Eheim pustet Wasser in das Becken. Der alte 22-30er, 13er, noch made in Germany, der tut, was er soll. Er läuft. So. Die Fische da unten drüben macht es voll Spaß. Die sind gerade voll und absaufen. Der Nick Fels. So, ich muss aufpassen, weil gleich ist mein Becken voll. Da oben ist noch ein kleiner Rest. Da muss ich jetzt kurz warten, bis das voll ist. So. Ich habe ganz langsam die Luftpumpe mitlaufen. Oder wenig. Damit letztendlich ein bisschen mehr Sauerstoff reinkommt. In der Hoffnung, dass ich dann vielleicht, wenn ich ein bisschen überbesetze, das durch einen höheren Sauerstoffeintrag kompensieren kann. Hoffentlich. So. Ah ja, mein Ausströmerrohr ist 45 Grad nach oben geneigt. Das zeige ich aber nachher noch. Ich mache dann mal jetzt kurz aus. So, ich denke mal. So. Da oben sieht man letztendlich, wie ich das Ausströmerrohr auf 45 Grad nach oben gesetzt habe, damit letztendlich die Luft, die Wasseroberfläche immer bewegt bleibt. So. Ja, so schlecht sieht es doch gar nicht aus. Bis auf jetzt diesen Unglücksfall mit dem toten Fisch. Das war einfach ein zu junger Fisch. Oder wie auch immer, der war schon krank. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich habe jetzt genau 22 Grad oder 21,8 Grad im Becken. So, also tue ich, so mache ich meinen Wasserwechsel. So. Ja, die freuen sich natürlich, weil jetzt ist wieder. Naja, schauen wir mal, wie sich das Becken entwickelt. So, das andere fülle ich jetzt auch noch auf.
Da muss ich wirklich gucken, dass ich diesen HMF gerichtet kriege. Und auch da langsam auffüllen, ohne Stress, ohne alles. Auch vor allem, damit der Bodengrund nicht so sehr aufgewirbelt wird. Da fängt schon wieder an, zu schwach zu werden, das ist nicht gut. Bei dem Becken muss man jetzt natürlich berücksichtigen, dass das Raumvolumen ja kleiner ist wie beim Großen und dass, wenn man da jetzt ein Viertel wechselt, das entsprechend größere Auswirkungen auf die Temperatur hat als im größeren Becken. Weil letztendlich hier habe ich Fische drin, die mindestens 24 Grad brauchen und die aber jetzt eine Menge mehr Wasser entnommen bekommen haben und da jetzt durch kaltes Wasser ersetzt wird. Deswegen muss ich gucken, dass ich den Heizstab so bald wie möglich anschmeiße. Weil wir haben jetzt bereits 3 Grad Temperaturdifferenz. Machen wir es mal schön. Drehen wir das Ding mal schön hin. So. Machen wir es mal weg. So. Ich weiß. Seid jetzt ein bisschen angenauft, aber das ist mir egal. So. So, wir haben jetzt in dem Becken anstatt 24,5 Grad, haben wir jetzt in dem Becken nette 22. Dumm, dass man es nicht von der Seite sieht. So, das ist mit der Kamera ein bisschen doof. So. Garnelen leben, die hocken da hinten drin. 2, 3 Stück sind auf jeden Fall unterwegs. Und durch die Tatsache, dass man das letztendlich mit diesem Filter hinter dem Filter den Wasserwechsel gemacht hat, kann den Garnelen da auch nichts passieren. Die können nicht eingesaugt werden und so weiter. So. So, was macht das jetzt? Okay, Strömung ist noch da. Bei mir steht eine Türe offen. Wieso?
Schlägt man fast den Einschlag wieder ein. Könnte ja seine 100 machen. Nein. Naja, Becken läuft doch. So, jetzt gehen wir noch mal eine kleine Stufe weiter runter, damit ich was zeigen kann. So, weil wir ja letztendlich ein HMF haben. Jetzt spuckt der natürlich ein bisschen Zeug aus. Ich weiß nicht, ob man das sieht, das wird so milchig. So, das ist aber okay so. Und durch den Wasserwechsel spuckt er auch wieder ein bisschen mehr. Er bringt da ein bisschen mehr Wasserdurchfluss. Der Hock da ist eine Red Fire, eine schöne rote. Das ist meine älteste, die habe ich schon seit einer Ewigkeit. Und da hinten hängt noch mal eine. Gucken wir mal rein. Da hinten hockt eine. Da ist eine. Und dann müssten noch mal, da hinten hockt auch noch mal eine. Ganz da hinten an dem Wels sieht man. Vielleicht. Jawohl, da bewegt sie sich. Da oben am Filter hockt eine. Ah, es sind genug drin. Die lassen sich, das ist so bei denen offenbar. Die haben wohl irgendwie das Bedürfnis, sich, wenn sie irgendwo neu eingesetzt worden sind, erstmal zu verstecken für eine Weile. Und wenn dann letztendlich die rausgefunden haben, dass da alles safe ist und dass das alles gut ist, dann trauen die sich irgendwie auch wieder nach draußen. So haben die das irgendwie. Im Blut, keine Ahnung. Also ich zähle jetzt 1, gut, die große, 1, 2, 3, 1, 2, Moment, 1, 2, 3, dann die große, sind 4, und ich habe, meine ich, 7 Stück im Moment drin. 5, das passt. Wenn da davon noch guten Teil Weibchen sind, ist alles okay. So, wohlgemerkt, diese Mittelband, dieser Hintergrund hier, den ich da gemacht habe, der ist ja aus Styropor und letztendlich mit Zementmörtel. Wohlgemerkt, da gibt es einen bestimmten, man muss da einen bestimmten nehmen, der da irgendwie behandlungsstofffrei ist, damit er letztendlich biologisch nutzbar, fürs Aquarium nutzbar ist. Dieses Ding ist da jetzt seit 2,5 Jahren drin. Und hinten sieht es richtig geil aus, weil hinten hat sich letztendlich dieser Zement durchgesetzt. Diese Lebensmittelfarbe, die da mal drauf war, ist langsam ergraut oder verschwunden und hat hier so eine Art richtiges Felsenrelief hinterlassen. So. Und ich denke, dass ich das bei zwei weiteren Aquarien auch so machen würde. Insbesondere bei dem hier unten, das im Moment nicht in Betrieb ist. Da wird dann auch der Mattenfilter jetzt hier drin. Ich werde ihn auf die andere Seite setzen, damit er praktisch genau gleich ist wie hier oben. Und dann daraus bläst, der hier bläst diagonal und der andere bläst halt so dann. Und ja, das war's eigentlich auch schon. So, ich gebe jetzt noch mal ein paar Impressionen von meinem 200er Becken, während ich meinen Schlauch wieder umbaue.
So, jetzt weiß ich auch, was ich vergessen habe zu sagen. Nachdem ich einen Wasserwechsel gemacht habe, gehe ich hin und gebe den Viechern einen Tag nichts zu fressen. Ich habe jetzt heute Morgen gefüttert und ab jetzt ist bis Montagmorgen Ruhe. Da gibt es kein Futter mehr, einfach damit sich das Becken ein bisschen einstellen kann. Ich experimentiere jetzt damit einfach, ob das irgendwas bringt, werde ich dann irgendwie durch Erfahrung erfahren, wie man so schön sagt. Ja, wie gesagt, bei beiden Becken jetzt einen Tag Futterpause, das ist entsprechend der Sonntag dann, weil ich da einfach dann, ich weiß nicht mehr, ob ich das ausgesucht habe, ist halt so, weil ich ihn ganz einfach deshalb dann nicht verwechseln kann. Und dann letztendlich einmal einen Tag dann doch zu viel füttere. So, das ist eigentlich das System dahinter. Das muss ich doch gerade mal gucken. Das ist doch der Name zu uns. Ja. Das will ich gerade nicht. Jawohl. Genau, so ist gut. So mag ich das. So, da haben wir schon das da. So, wie gesagt, einen Tag Wasser, einen Tag nach dem Wasserwechsel, einen Tag Ruhe. Und ich hoffe mal, dass das Becken sauber genug ist. Sollte eigentlich der Fall sein. Und nur noch kleine Algen am Fenster. Das ist immer da, das ist laufig. Ja, hier zum Beispiel kann da wunderbar durchgehen. Übrigens nie diese Marina Fensterputzmagneten kaufen. Die sind furchtbar. Die muss man seitlich benutzen, weil man sie der Länge nach nicht anwenden kann, weil sie da nicht richtig halten. So, so und zack, so. So. Gut. Da sind jetzt 7 Amano-Garnelen drin. Ich habe jetzt nochmal 5 Stück gekauft mit den 5 Corvidoras zusammen. 6 Corvidoras sind es. Die wuseln jetzt halt da unten um und ich hoffe mal, dass ich letztendlich dieses Becken jetzt erfolgreich betreiben werde und nicht, dass es mir wieder an der Algen oder was auch immer Plage verreckt. So, beim kleinen 54er mit den Glühlichtzahlen und das ist so niedrig und gering gesetzt. Ja. Wird nicht viel passieren, da muss ich halt wirklich den Schwamm tauschen, der Risse hat. Ja, außer dass da wirklich die Garnelen sich dann vermehren werden, da kommen noch 4 Glühlichtzahlen dazu, damit die 10 wieder voll sind, damit die sich da in der Gruppe entsprechend wohlfühlen können. Ja, fehlt da noch ein bisschen Pflanzung, wenn dann die ein bisschen gewachsen ist. So, gut, mehr gibt es jetzt eigentlich dazu nicht zu sagen. Was ich muss jetzt Folgendes tun, ich darf jetzt noch eine andere Fütterung holen. Und da ich das nicht im allzu Dunkeln tun sollte, wollte ich jetzt dieses Video beenden und freue mich, wenn ich irgendwas gesagt habe, wo vielleicht der eine oder andere was damit anfangen kann. Ich habe auch ein paar, Inspirationen gekriegt durch diverse YouTube-Channels, die ich vielleicht einfach unter dem Video verlinken werde. Und auch in Bezug auf dieses Absaugen, weil ich meine, ich habe gedacht, bisher ja klar, Wasserwechsel macht diese Algen mit dem Kescher weg, was natürlich überhaupt unsinnig ist, funktioniert ja nicht wirklich. Und damit wäre es gut, was ist da einfach, bin ich da eines Besseren belehrt worden und ich hoffe mal, dass ich das so einfach weiter betreiben kann. Ich werde jetzt in, glaube ich, 1,5 Wochen oder so, werde ich nochmal eine Packung Albumin reinwerfen. Diese, was sind das, 50 Milliliter, glaube ich. Und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich hoffe, dass mein CO2-Indikator dann irgendwann mal auf richtig grün wechselt. Weil die CO2-Anlage ist wirklich immer an. Das ist auch klar, mit der Paffradschale geht es. So. Den Sauerstoff, ich weiß nicht, ob ich den abschalten soll. Weil letztendlich die Strömung ist ja stark genug. Dieser Blubberstein zieht mir halt das CO2, zumindest wird behauptet, dass das passiert, zieht mir halt das CO2 aus dem Becken, indem es praktisch das CO2 wie so eine Art Lift an die Luftblasen gebunden nach oben zieht, wobei es gleichzeitig auch heißt, dass CO2 schwerer als Luft ist.
Also müsste eigentlich das CO2 sich irgendwie unten lammen, während die Luftblasen eigentlich ohne irgendwie was zu transportieren nach oben absteigen. Mir ging es also um die Wasseroberflächenbewegung, deswegen sterben. So, gut, dann wünsche ich noch einen schönen Abend und freue mich, wenn das nächste Mal wieder einschaltet, vielleicht bei einem anderen Video, vielleicht bei einer anderen Videoreihe, in der, ja, da wird nicht viel kommen, wie gesagt, Oxalsäurebehandlung und dann vielleicht nochmal ein Blick in den Kunstschwarm, der sich dementsprechend entwickelt hat. Und das wird es gewesen sein für das Jahr. Bis dann.